bin mir nicht klar, ob alle im Raum schon den Blitzschlag gehört haben, der durch die Tatsache passiert, dass starke künstliche Intelligenz in sämtliche Teile und Gegenstände dieser Welt eindringen wird in den nächsten 15 Jahren. Viele meinen, die Digitalisierung sei im Gang. Nein, die ist ganz am Anfang. Der Innovation Campus ist aus meiner Sicht wichtig, weil wir für eine Entwicklung der Technologien ordnende Institutionen brauchen. Und die ordnenden Institutionen müssen eigentlich den Innovationsprozessen vorauslaufen und müssen über Ordnungssysteme nachdenken, die erst in 10 Jahren gebraucht werden, weil sie sonst tendenziell die bestehende Innovation behindern. Wie stellt sich denn die Zukunft denn dar? Was kommt da auf uns zu? Lufttaxis ist ein Thema, das steht vor der Tür. Wir haben unser System Vahana, das ist eine Drohne, die designt ist, eine Person von A nach B zu fliegen, und zwar autonom. Wir haben die ersten Engineering-Flüge schon heuer gemacht. Die Normen müssten sich damit auseinandersetzen, dass die Innovationswelle so schnell über uns herrollen wird, dass wenn sie sich jetzt nicht damit auseinandersetzen, dass sie einfach so weit hinterher sind, dass de facto Standards gemacht werden und es ein ordentlicher Wildwuchs gibt in Standardisierung. Ohne Regeln läuft halt alles aus dem Ruder, und das erlebt das Silicon Valley im Moment und kann es nicht so recht glauben. Und das ist, glaube ich, das große Zukunftsthema im Moment. Wie können wir Regeln finden für das, was wir machen? Mit welchen können wir leben und welche können wir machen, ohne dass die Innovation gebremst wird? Und wenn Sie eine Autobahn haben, die sich selbst beobachtet, wahrnimmt, die sich selbst versteht, die ein bisschen in die Zukunft gucken kann und sagen kann, ich sage euch nicht nur, was der digitale Zwilling jetzt ist, ich sage euch auch, was der digitale Zwilling in 10 Sekunden ist. Das heißt, wohin bewegen sich denn meine Objekte genau? Weil es sind nämlich Systeme, die uns alle betreffen, da müssen wir uns drauf verlassen können, die müssen richtig gemacht werden, dafür brauchen wir Normen, die haben dafür unschätzbaren Wert. Das Thema autonome Systeme ist schon ein extrem spannendes Thema, und mich hat heute die Diskussion um das Thema Ethik und der Notwendigkeit, ethische Regeln in autonome Systeme zu implementieren, doch sehr, sehr fasziniert. Inwieweit ist vielleicht irgendwann auch mal eine Maschine verantwortlich für das, was sie tut? Das ist ein Thema, was wir wirklich gestalten müssen in der Zukunft, damit es auch wirklich gut wird und uns nicht irgendwann ganz böse überrollt. Der DKE Innovation Campus ist auch in diesem Jahr wieder interessant, und zwar insbesondere, weil da völlig neue Themen jetzt hochkommen, die die klassische Normung überhaupt nicht auf dem Radar hat. Diese autonomen Systeme, die stellen alles auf den Kopf. Was wir heute bei den Vorträgen gehört haben, sind im Endeffekt, und das ist ein Thema, was en vogue ist, autonome Systeme, künstliche Intelligenz, mit der wir uns beschäftigen müssen, Robotik. Und wie entwickeln wir Systeme, wo, an welcher Stelle müssen wir Leitplanken geben? Und Leitplanken in technischen Systemen heißt einfach Normen und Standards herausbilden. Ich habe es als eine wahnsinnig lebendige Stimmung empfunden und auch einen lebendigen Tag, inhaltlich ganz vielen Facetten. Man trifft Menschen, die daran interessiert sind, die Kompetenzen anderer kennenzulernen und sich da mit einzubringen, aber auch etwas mitzunehmen, was andere Menschen als Kompetenzen haben. Der jungen Generation kann ich nur empfehlen, zu so einer Veranstaltung wie hier herzugehen, präsent zu sein und mal firsthand zu erleben, was die ganzen Spezialisten denn denken. Ich finde gerade bei der Normung einfach interessant, dass man mitgestalten kann und dass man diese Probleme wirklich bearbeiten kann. Wir haben gerade sozusagen ein Windows of Opportunity offen, an dem es gilt, ganz wichtige, weichenstellende Normen zu erarbeiten für technisch interessante Fragestellungen, die auch die Menschheit in den nächsten Jahren bewegen wird. Ich kann nur ermutigen, dass die Experten zu uns strömen in Scharen und an diesen interessanten Themen mitarbeiten, denn hier gilt es, Zukunft zu gestalten.